Machen Sie es sich ruhig gemütlich, setzen Sie sich hin. Ich habe Ihre Akte schon vor mir liegen. Ich schaue mir das gerade kurz an. Also, Sie sind das erste Mal bei uns. Ja, richtig. Und bei einem anderen Arzt waren Sie vorher auch nicht. Auch nicht zur Beratung. Okay, Sie haben hier alles angegeben. Alter. Allerdings haben Sie nicht angegeben, was genau Sie machen wollen. Eine Menge, okay. Gut, dann erzählen Sie mal. Aus welchen Gründen Sie das machen möchten. Ich muss gestehen, das ist, da müssen Sie sich vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen, denn aussehen wie ein bestimmter Star ist nicht wirklich ein guter Grund, um sich operieren zu lassen. Sie sind auch noch sehr jung. Sie finden sie auch noch zu lang, Ihre Nase. Mich mal ausmessen. Sehr schmal, jetzt schon. Ich kann Ihnen noch mal. Also man muss natürlich alles im Verhältnis des Gesichts anschauen. Und bei Ihnen, so wie ich es sehe, ist alles wirklich sehr proportional im Gesicht. Das heißt, es sieht eigentlich alles sehr gut aus. Ich kann natürlich verstehen, dass Sie Ihre eigenen Schönheitsideale haben. Aber aus meiner Sicht ist da wirklich alles super.
beruflich, damit dann glücklich sein werden. Das muss sehr gut überlegt sein. Und einfach so losoperieren, das machen wir nicht. Also, ich habe es auch mittlerweile nicht nötig, nur wegen Geld etwas zu machen. Also, wir helfen wirklich den Menschen, die sich unwohl fühlen mit ihrem Aussehen. Okay. Also, ich zeichne Ihnen das mal kurz auf. So wie Sie sich das vorstellen. Ja. Hier ein bisschen. Ja, ich kenne den Star, den Sie meinen. Sich kurz im Spiegel an. Und sehen Sie, muss man alles in Relation sehen, ja. Okay, und was haben Sie sich noch gedacht? Sie haben ja gesagt, Sie wollen viele Dinge machen. Sehr, sehr gut. Was stellen Sie sich da vor? Ach so, verstehe, dass die Augenbrauen quasi noch weit. Okay. Ja, auch da würde ich Ihnen ganz klar abraten. Nein, nein, nein. Bei Ihnen ist noch alles super. Fangen Sie bitte nicht zu früh an. Am Ende werden Sie sich nicht wiedererkennen. Und was noch? Okay, Lippen voller machen. Okay, ja. Verstehe. Okay. Haben Sie an eine andere Form gedacht? So einen. Verstehe, ja. Ja, die kenne ich auch, ja. Okay, ja, die sind auch nicht natürlich, die Lippen. Auch hier würde ich Ihnen das gerne einzeichnen. Und dann schauen Sie sich wieder im Spiegel an und sagen mir, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Vorgestellt. Noch runter. Okay. Wieder zu mir drehen, bitte. Okay. Dann wieder schauen. Okay. Und gefällt es Ihnen besser?
Ich habe hier ihre Maße aufgeschrieben, ihre originalen Lippen und die, die sie gerne hätten. Und ihre Originallippen passen besser zu ihrem Gesicht. Ja, in Relation zu ihrem Gesicht, ja. Ja, es gibt eine Formel dafür. Ja. Aber natürlich, das ist keine Geheimformel, die kann ich Ihnen gerne geben. Es gibt für alles eine Formel, wie das am ästhetischsten aussieht. Ja. Haben Sie schon Bedenken? Und war es das, was Sie machen wollten, oder ist da noch irgendwas? Ihre Ohren anlegen. Mache ich mal ihre Haare zurück, weil die habe ich mir noch nicht angeschaut. Okay. Sie haben ein perfektes Gesicht. Wirklich. Das ist wie ein Bilderbuchgesicht. Wenn jemand operiert werden will, dann will er so ein Gesicht haben wie Sie. Bitte machen Sie nichts daran. Ich glaube, Sie müssten sich einfach mal wertschätzen lernen, weil Ihnen wurde ein sehr großes Geschenk gemacht. Und das müssen Sie annehmen und akzeptieren und erkennen, dass Sie jetzt schon wunderschön sind, und vertrauen Sie mir, Sie brauchen absolut nichts zu machen, wirklich nicht. Wirklich. Ich mache Ihnen das jetzt alles weg, und bitte schauen Sie sich im Spiegel nochmal an und erkennen Sie, dass Sie perfekt sind. Sehen wir ihn Superstar. Sie sind einzigartig. Dafür müssen Sie wirklich dankbar sein.
Sie nochmal nach und ja, gehen Sie lieber in sich und arbeiten Sie an Ihrer Einstellung zu sich und an Ihrer Selbstliebe.